Und dann haben sie ganz begeistert erzählt von Elisabeth. Und dann hat sie gesagt, das wäre etwas für mich und da wäre ein ganz toller Sänger, der singt wunderbar und spielt auch gut. Da müssen Sie unbedingt hingehen. Und an meinem Geburtstag war ein Päckchen auf dem Kundentisch und da haben sie so gescheitert, das ist von uns. Und dann war drinnen ein CD zur Einspielung, damit ich weiß, wie die Musik ist und zwei Billette, immer ganz prima Platz für ihn, Elisabeth. Und dann bekam ich noch den Aufenthalt bezahlt in Wien. Und dann habe ich ihn eben das erste Mal singen gehört und gesehen. Und Sie haben recht, er war ein echter Künstler. Von der Stimme her sowieso. Und dann die Darstellung, er spielte so echt, man glaubte ihm die Rolle. Autogramm bekommen oder mehrere Autogramme? Sie sind hier aus Hamm oder warum sind Sie hier? Nein, ich bin aus Wien. Ich bin angereist für die Konzerte. Extra für die Konzerte angereist? Ja. Sind Sie so ein großer Musical-Fan? Ja, vor allem von Uwe Kröger. Was zeichnet Uwe Kröger für Sie besonders aus? Er hat einfach eine derartige Bühnenpräsenz, dass er viele seiner Kollegen einfach aussticht damit. Das ist oft nicht vergleichbar. Viele Leute sind aber auch mitgekommen, sogar aus Wien. Wie ist das für Sie? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mit meinem eigenen Programm auf Tournee gehe, mit einem speziellen Programm Absolut Uwe oder Untertitel Typisch Uwe, wenn man so möchte. Und viele meiner Fans wissen, dass Hamm meine Heimatstadt ist und da kommen dann auch schon Leute aus Berlin, Wien, aus St. Petersburg, wie ich jetzt erfahren habe, oder aus Basel, um das Fanclub-Treffen hier in Hamm erleben zu können, aber auch ein bisschen vielleicht erahnen zu können, wie ich aufgewachsen bin. Sie sprechen es an, erahnen zu können, wie Sie aufgewachsen sind. Wie sehen Sie denn Hamm? Erkennen Sie noch alles wieder? Selbstverständlich erkenne ich alles wieder. Es ist sehr viel ruhiger und sauberer und noch rausgeputzter geworden, als ich es in Erinnerung habe. Es wächst und wächst, was das angeht. Es lebt nur noch ein Teil meiner Familie hier, meine Mutter nicht mehr, meine Schwester, mein Bruder auch nicht mehr. Von daher, es sind Tanten und Cousins und Cousine noch hier und die kommen auch zum Konzert zum Teil. Also von daher, es ist schon noch Heimat, vor allem wenn ich dann meine alte Schule sehe oder wenn ich hier durch die Straße gehe. Aber ich wohne mittlerweile in Darmstadt bzw. respektive Wien, also von daher ist das jetzt wirklich ein Stück Vergangenheit, aber ich komme gerne zurück.